Digitalen Vision. Wir als Taucher, die auftauchen wollten sozusagen, einen Berg der Digitalisierung erklimmen, was, wie man sieht, nicht immer einfach war. Und dann sozusagen als unsere Vision am Anfang vielleicht sogar abzuheben mit dem Paraglider. Gemeinsam Räume schaffen für individuelles Lernen, das Spaß macht. Das ist unsere Vision. Aber wie können diese Räume aussehen? Wir möchten verschiedene Lernräume haben, die die Schüler je nach Bedarf aufsuchen. Da soll es zum einen die Räume geben, in denen es mal lauter zugehen darf, wo eine Projektarbeit gemacht wird. Es muss aber auch die Rückzugsorte geben, in denen man mal in Ruhe eine knifflige Matheaufgabe lösen kann oder sich in eine Lektüre vertiefen. Tablets sind den Schülern am TG bereits gegeben worden und werden so aktiver mit in den Unterricht mit einbezogen. Das ist unser Prozessaufbau. Wir haben eine Projektleitung, die bestimmte Fächerverbünde organisiert und koordiniert. Zum einen gehe ich jetzt auf das Beispiel Geisteswissenschaften ein. Die Geisteswissenschaften setzen sich natürlich aus Religionslehrern, Deutschlehrern und GGK-Lehrern zusammen. Was auch sehr wichtig ist, ist bei uns die Kommission CETIC. Das ist eine Gruppe, die hat sich eigenständig geschaffen, um einfach Computertechnik zu unterrichten. Die entscheidet, was wird hier gelehrt.